In diesem Video beantworte ich die 10 häufigsten Fragen zum Thema Osmosewasser und Osmoseanlagen. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von Aquaona, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Und in diesem Video geht es um die 10 häufigsten Fragen zum Thema Osmosewasser und Osmoseanlagen. Die Fragen habt ihr mir gestellt auf Instagram. Ich habe dazu aufgerufen und ich habe mir die 10 häufigsten Fragen rausgesucht, die ich jetzt in diesem Video einmal beantworten möchte, damit du genau weißt, worauf du dich einlässt, wenn du dir eine Osmoseanlage anschaffst oder aber auch, warum du dir überhaupt eine Osmoseanlage anschaffen solltest oder könntest. Osmosewasser wird immer dann eingesetzt, wenn das Leitungswasser nicht ausreichend gut ist für dein Aquarium oder wenn du mit deinem Leitungswasser nicht die passenden Wasserwerte für deinen Besatz hinkriegst. Der Vorteil von Osmosewasser ist, es ist immer gleich. Das, was aus so einer Osmoseanlage rauskommt, hat in der Regel keine Carbonhärte und keine Gesamthärte und einen pH-Wert von 7. Wir haben also sehr neutrales Wasser. In der Praxis sieht das ein bisschen anders aus, weil das Osmosewasser natürlich sofort mit der Luft reagiert und sich dabei Kohlensäure bildet, die den pH-Wert wieder minimal verändert. Aber in der Theorie bekommst du aus einer Osmoseanlage Wasser mit pH 7, KH 0, GH 0. Und aufbauend auf diesem Wasser kannst du dann mit entsprechenden Aufhärtesalzen das Ganze auf genau die Werte bringen, die du für deine Fische brauchst. Das bedeutet im Umkehrschluss, Osmosewasser wird vor allem immer dann eingesetzt, wenn dein Leitungswasser entweder zu hart oder viel zu basisch ist. Wenn also aus der Leitung sowas mit GH 20 kommt, dann kannst du das für viele Fische nicht vernünftig benutzen. Und dann ist eigentlich deine einzige sinnvolle Möglichkeit, auf eine Osmoseanlage zu wechseln, um Osmosewasser zu verwenden. Ein weiterer Vorteil ist natürlich die mit den Wasserwerten verbundene geringe Leitfähigkeit, die besonders zum Beispiel für Hochzuchtbienengarnelen erforderlich ist. Eine Osmoseanlage ist erstmal der falsche Begriff. Das, was wir hier benutzen, ist eine Umkehrosmoseanlage. Deshalb müssen wir jetzt einmal zwei Begriffe klären. Einmal Osmose und einmal Umkehrosmose. Zuerst einmal, was ist Osmose? Osmose ist das Verlangen einer Flüssigkeit nach Konzentrationsausgleich. Das klingt jetzt erstmal sehr theoretisch, ist es auch. Aber man kann das an einem sehr konkreten Beispiel klar machen. Stellt euch eine Kirsche vor. Eine reife Kirsche, die am Baum hängt. Wenn es stark regnet, haben sicherlich viele von euch schon mal beobachtet, dass Kirschen am Baum aufplatzen. Warum? Weil die Kirsche innen, in sich selbst, ein vergleichsweise hohes Feuchtigkeitslevel hat und viele Nährstoffe besitzt. Das Wasser, was von außen auf die Haut der Kirsche fällt, hat diese Nährstoffe nicht. Es ist also ein Konzentrationsgefälle da zwischen dem Wasser in der Kirsche und dem Wasser außen auf der Kirsche. Die Haut der Kirsche ist für Wasser durchlässig, aber für nichts anderes. Es ist ja eine feste Haut. Das bedeutet, die Flüssigkeit in der Kirsche, das Wasser, möchte einen Konzentrationsausgleich herstellen. Das ist ein fundamentales physikalisch-chemisches Prinzip auf unserer Welt. Flüssigkeiten wollen Konzentrationen ausgleichen. Um die Konzentration in der Kirsche an die Konzentration außerhalb auf der Kirsche anzugleichen, zieht die Kirsche das Wasser von außen rein durch die Haut. Dadurch wird sozusagen die Konzentration in der Kirsche verdünnt. Führt aber dazu, dass die Kirsche platzt, weil einfach zu viel Wasser in die Kirsche gelangt. Das ist Osmose. Zwei Flüssigkeiten, die durch eine semipermeable Membran, das bedeutet eine Membran, die für bestimmte Stoffe durchlässig ist, für andere aber wieder nicht. Im konkreten Fall bedeutet das, sie ist für Wasser durchlässig, für was anderes nicht. Wollen einen Konzentrationsausgleich haben. Und genau dieses Prinzip können wir uns jetzt in einer Umkehrosmose zunutze machen. Allerdings auf andere Art und Weise, denn wir wollen ja eben nicht den Konzentrationsausgleich haben, sondern wir wollen Konzentration explizit verschieben. Mit einer Umkehrosmoseanlage möchte ich ja erreichen, dass das Wasser, was am Ende rauskommt, keinerlei Härtebildner mehr enthält. Also quasi rein ist von allen zusätzlichen Stoffen, die in unserem Leitungswasser sonst noch so drin sind. Ich kehre also das Prinzip der Osmose um, indem ich zusätzlichen Druck hinzufüge. Ich drücke also mit Absicht das Wasser durch diese semipermeable Membran, die dann eben nur Wasser durchlässt und sämtliche Stoffe, die im Wasser gelöst sind, auf der einen Seite zurückhält. Dadurch erhöhe ich die Konzentration auf der Seite, wo das Wasser durchgepresst wird und verringere die Konzentration auf der Seite, wo das Wasser ankommt. Ja, wo das Wasser ankommt, ist quasi nichts mehr vorhanden, weil das alles von der Membran abgehalten wurde. Ich habe also zwei sehr stark unterschiedliche Konzentrationen, nämlich einmal mein Abwasser, was jetzt alle möglichen gelösten Stoffe enthält, und mein Reinwasser, was nichts mehr davon enthält.
Das ist das Prinzip einer Umkehrosmoseanlage. Du brauchst also wieder eine semipermeable Membran, aber in diesem Fall nicht nur das ganz normale physikalische Verlangen zweier Flüssigkeiten, sondern noch zusätzlich Druck auf der einen Seite, um dafür zu sorgen, dass auf der anderen Seite die Konzentration geringer ausfällt. Eigentlich alles. Es gibt ein paar Ausnahmen davon, die auch aquaristisch ganz interessant sind. Und zwar entfernt eine Osmoseanlage nicht oder nur sehr, sehr schlecht Silikate aus dem Wasser. Was ganz spannend ist im Zusammenhang mit Kieselalgen, sowohl im Süß- als auch im Meerwasser. Generell ist es aber so, dass eine solche Osmosemembran, die da verwendet wird, wirklich nahezu alles zurückhalten kann. Dieser Rückhaltegrad wird auch bei einer Osmoseanlage angegeben. Die meisten Osmoseanlagen haben einen Rückhaltegrad von 95-99%. Das bedeutet also 95-99% aller im Wasser gelösten Stoffe bleiben an dieser Membran hängen und auf der anderen Seite kommt sozusagen Wasser raus, was nur noch 1% der ursprünglich einmal darin enthaltenen Stoffe enthält. Die meisten Umkehrosmoseanlagen, die man kaufen kann, besitzen noch zusätzliche Filter. Da ist nicht nur die einzelne Osmosemembran drin, sondern einerseits, um zu verhindern, dass diese Membran sich zu schnell mit Schmutz zusetzt, ist dort in der Regel ein Feinfilter vorgeschaltet, also einfach ein sehr feiner Filterschwamm, der alles Mögliche an Schwebepartikeln festhält, und ein zusätzlicher Kohlefilter, der alles an chemischen Verbindungen und Schwermetallen zum Beispiel direkt einmal rausfiltert. Aktivkohle kennen wir ja aus der Aquaristik, wird gerne eingesetzt, um halt Stoffe aus dem Wasser rauszuziehen, um vor allem auch Medikamentenrückstände rauszuziehen. Das heißt, davon wird unser Wasser erst einmal gereinigt, bevor es in die Membran der Umkehrosmoseanlage gelangt, wo dann wirklich der ganze Rest zurückgehalten wird. Wie gesagt, das Einzige, was für uns aquaristisch gesehen noch wichtig ist, ist eben, dass am Ende das Osmosewasser nahezu den gleichen Silikatgehalt hat wie vorher. Das ist also etwas, was nicht passiert. Das kann man aber auch lösen, indem man einfach hinter die Osmoseanlage noch einen sogenannten Mischbett-Harz-Filter schickt. Dieser Filter kann dann nämlich auch die kompletten Silikate entziehen und das bedeutet, das Wasser, was wir danach dann haben, ist wirklich absolut rein. Osmosewasser selbst, ich habe es gerade schon gesagt, ist halt maximal neutral und maximal frei von allem. Hat keine Carbonhärte, hat keine Gesamthärte, da ist wirklich nichts drin. Wenn wir das so in unser Becken geben würden, dann hätten da weder die Bewohner noch die Pflanzen irgendwas davon, sondern auf Dauer wird das sogar sehr schaden, denn die ganzen Mineralstoffe fehlen, die ganzen Zusätze fehlen und es fehlen eben auch Härtebildner, die gerade auch zum Beispiel für wirbellose Tiere wichtig sind. Das bedeutet, du musst danach dein Osmosewasser aufsalzen, nennt sich das. Der Begriff aufsalzen kommt daher, dass eben diese zusätzliche Härte in der Regel eingebracht wird durch Bittersalze. Es gibt aber auch schon fertige Präparate, sodass du nicht selber mit Bittersalz hantieren musst. Beispielsweise diese ganzen Shrimp-Geschichten, diese B-Shrimp-Minerals und sowas. Dort kann dann eben entweder GH und KH zusammen aufgesalzen werden oder GH und KH separat aufgesalzen werden, je nachdem, was du da gerade brauchst. Wie konkret du jetzt aber dein Wasser behandeln musst, das hängt davon ab, was für Wasserwerte du anstrebst, was du gerne in deinem Becken haben möchtest. Und das ist auch gleichzeitig der große Vorteil von Osmosewasser, denn ich kann mir jetzt, wenn ich mein Osmosewasser habe, mit den entsprechenden Zusätzen, mit den entsprechenden Salzen, meine Wasserwerte exakt so einstellen, wie ich sie gerne hätte. Ich bin nicht darauf angewiesen, was bei mir aus der Leitung kommt. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass vielleicht mein Soil mir das Ganze runterzieht oder sonst was, sondern ich habe hier Wasser, was ich ganz genau einstellen kann auf die Bedürfnisse meiner Pflanzen und auf die Bedürfnisse meiner Tiere. Ja klar, kann man genauso lagern wie jedes andere Wasser auch. Du kennst das vielleicht, wenn du in den Baumarkt gehst und dort einen Kanister destilliertes Wasser holst. Auch der ist ja viele Wochen haltbar und genauso funktioniert das mit Osmosewasser auch. Ich habe hier jetzt für mich einen 10 Liter und einen 20 Liter Kanister angeschafft, wo ich das Osmosewasser drin auffange, zumache. Den 10 Liter Kanister benutze ich, um meine Sprühflaschen zu befüllen, mit denen ich hier meine ganzen Pflanzen, meine ganzen Zimmerpflanzen pflege. Und der 20 Liter Kanister wird für die Wasserwechsel genutzt. Und wenn der leer ist, lasse ich die Osmoseanlage wieder laufen, mache das ganze Ding wieder voll und habe dort also immer meine 20 Liter gesichertes Wasser. Auch das geht, überhaupt kein Problem. Allerdings hast du dabei natürlich nicht mehr die volle Kontrolle über deine Wasserwerte, sondern du nutzt das Osmosewasser sozusagen nur, um die Wasserwerte deines Leitungswassers zu verbessern bzw. zu verringern. Wie konkret du dann auf deine Zielwerte kommst, das musst du dann allerdings selber rausfinden, ob du 50-50 verschneidest, ob du 20-80 verschneidest, je nachdem, was du brauchst, ob du halt dein Wasser deutlich weicher machen möchtest, deutlich von Härte befreien möchtest oder nur so ein bisschen. Das musst du selber einmal experimentieren, aber möglich ist das natürlich.
Das lässt sich so nicht beantworten. Das ist, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, abhängig davon, was du in deinem Aquarium pflegst. Was für Tiere du drin hast, was für Pflanzen du drin hast. Meistens sind es die Tiere, die hier die größeren Ansprüche stellen. Denn bei Pflanzen ist es so, dass quasi alle Pflanzen extrem breite Werte akzeptieren, was Härte und pH angeht. Das bedeutet, du brauchst Osmosewasser nicht zwangsläufig, wenn es dir nur darum geht, Pflanzen zu halten. Es sei denn, du hast wirklich extreme Härtewerte bereits im Leitungswasser. Aber ein Härtebereich für Pflanzen kann von 0 bis 15 oder 0 bis 20 relativ problemlos alles betragen. Das funktioniert auch. Bei Tieren sieht es natürlich anders aus. Wenn du super empfindliche Hochzucht-Bienengarnelen hast, dann musst du sehr genau die Werte auf diese Tiere einstellen. Wenn du andere Tiere hast, die vielleicht mehr Härte benötigen, musst du das entsprechend so einstellen. Das heißt, was da genau für dich sinnvoll ist, kannst nur du selber wissen und ist abhängig davon, was du im Aquarium pflegst, in der Regel eben vom Besatz abhängig. Für Pflanzen ist es fast egal, auf was du aufsalzt, solange die Härte nicht exorbitant hoch ist. Das ist stark davon abhängig, wie gut oder schlecht dein Ausgangswasser ist. Je härter dein Ausgangswasser ist, umso früher müssen die Filter gewechselt werden. Es gibt allerdings so ein paar Richtlinien. Die Vorfilter, also der Feinvorfilter und der Aktivkohlefilter, sollten alle 6 bis 10 Monate ungefähr gewechselt werden. In manchen Anleitungen findet man alle 12 Monate. Das halte ich persönlich gerade bei einem Kohlefilter für einen zu langen Zeitraum. Ich würde eher dazu tendieren zu sagen, tausch diese Vorfilter alle 6 Monate. Gerade beim Feinvorfilter kannst du das auch relativ leicht selber erkennen. Wenn nämlich der Durchfluss durch deine Anlage stark zurückgeht, kannst du davon ausgehen, dass der Filter zusitzt und dann solltest du den natürlich einmal tauschen. Bei der Membran ist es so, die Osmosemembranen sind mittlerweile wirklich sehr, sehr gut und sehr wartungsarm. Das bedeutet, da ist ein Austausch sehr viel seltener notwendig. Die meisten Hersteller empfehlen alle 24 Monate, also alle 2 Jahre, diese Osmosemembran einmal zu tauschen. Aber auch das hängt wieder davon ab, wie gut oder schlecht dein Ausgangswasser ist. Es gibt sogar Hersteller, die sagen, die Membran muss man nur alle 3 bis 8 Jahre tauschen. An diesem großen Sprung, nämlich von 5 Jahren, kannst du natürlich sehen, dass es wirklich extrem davon abhängt, wie die Anlage benutzt wird und was für Ausgangswasser da reingeschoben wird. Aber generell ist so eine Osmoseanlage schon wirklich sehr wartungsarm. Einmal im halben Jahr dann neuen Schwamm reinschieben und neue Kohle reinschieben und einmal alle 2 Jahre eine neue Membran und das war's. Das ist eine ganz spannende Frage. Als ich mich darauf vorbereitet habe, bin ich so ein bisschen auf so eine Art Glaubenskrieg gestoßen. Und ich glaube, das beschreibt es tatsächlich auch am besten. Es gibt Leute, die absolute Anhänger der Mischwert-Vollentsalzer sind und es gibt Leute, die absolute Anhänger der Osmoseanlage sind. Am Ende kommt da das gleiche Wasser raus oder annähernd gleiches Wasser. Zumindest Wasser, was eben von uns konkret auf bestimmte Werte gebracht werden kann und deshalb für die Aquaristik natürlich optimal ist. Das Prinzip ist ein völlig anderes. Die Umkehrosmoseanlage arbeitet physikalisch, eben durch das Durchpressen durch diese Membran. Ein Mischbett-Vollentsalzer arbeitet chemisch. Ich habe dort 2 verschiedene Harze, eins ist stark sauer, eins ist stark basisch. Und die entziehen dem Wasser sozusagen, wenn es dort durchfließt, die ganzen Stoffe, das, was eben bei der Osmoseanlage die Membran tut. Diese Harze müssen in regelmäßigen Abständen regeneriert werden und dazu brauche ich starke Säuren und starke Basen. Ich habe also einen etwas höheren Wartungsaufwand und ich muss halt für die Wartung mit starken Säuren und starken Basen hantieren, was nicht jedermanns Sache ist. Das ist auch tatsächlich etwas, wo ich sagen muss, da hätte ich keine Lust drauf. Auf der anderen Seite muss man sagen, bei der Osmoseanlage fällt im Gegenzug Abwasser an. Je nachdem, wie gut deine Anlage ist, hast du halt eine Anlage mit zum Beispiel einem Wirkungsgrad von 1 zu 4. Ich bekomme also 1 Teil Reinwasser für 4 Teile Abwasser raus. Wenn ich sozusagen 1000 Liter Reinwasser haben möchte, muss ich dafür 5000 Liter Wasser da reinschieben. 4000 Liter sind Abwasser. Man hat einen vergleichsweise hohen Wasserverbrauch mit einer Osmoseanlage. Und mit dem Abwasser kann man auch nicht mehr so viel machen, außer es ins Klo schütten, für den Spülkasten oder zum Putzen benutzen. Aber da das Wasser so krass aufgehärtet ist, ist das tatsächlich auch für viele Blumen nicht mehr sinnvoll einsetzbar. Das ist sozusagen der Trade-off, den ich für am relevantesten halte. Bei der Osmoseanlage fällt viel Abwasser an, dafür ist die Wartung quasi nicht existent. Beim Mischwert-Vollentsalzer fällt so gut wie kein Abwasser an. Dafür muss man aber mit Säuren und Basen hantieren, um das Ganze wieder aufzufrischen. Was du am Ende benutzt, ist deine Entscheidung. Für mich persönlich ist die Entscheidung für die Osmoseanlage gefallen, weil mir das Handling einfach besser gefällt und es mir leichter fällt. Das Endprodukt ist quasi gleich. Der Herstellungsvorgang ist ein anderer.
Beim destillierten Wasser wird Wasser, wie der Name schon sagt, destilliert. Es wird also verdampft und immer wieder aufgefangen. Und beim Verdampfen werden alle löslichen Stoffe ausgetrieben auf dem Wasser, beziehungsweise bleiben zurück. Im Unterschied zur Osmoseanlage bzw. zur Umkehrosmose ist das Verdampfen aber ein sehr viel energieaufwendigerer Prozess, weshalb tatsächlich destilliertes Wasser als solches weniger eine Bedeutung hat als Osmosewasser. Eine Osmoseanlage ist schlicht und ergreifend effektiver darin, Wasser zu reinigen, als es der Verdampfungsprozess beim Destillieren ist. Das Endprodukt am Ende ist aber quasi identisch. Man bekommt in beiden Fällen demineralisiertes, quasi neutrales Wasser. Und zum Schluss noch eine Bonusfrage, die auch häufig gestellt wurde. Kann man destilliertes Wasser oder kann man Osmosewasser trinken? Ja, kann man. Entgegen vieler Annahmen ist nichts von beidem giftig für den Körper. Ja, das Einzige, was man beachten muss, ist, dass das Wasser halt keine Mineralien enthält. Wir nehmen mit dem Wasser tatsächlich relativ viele Mineralien auf, die unser Körper braucht. Wenn ich jetzt destilliertes oder Osmosewasser trinke, bekomme ich die nicht. Das ist nicht schlimm, wenn ich davon ein Glas oder eine Flasche trinke. Das ist dann schlimm, wenn ich davon ausschließlich trinke und meine Mineralien nicht auf irgendeine andere Weise durch Säfte, durch andere Getränke, durch die Nahrung aufnehme. Wenn ich mich also quasi nur von destilliertem Wasser ernähren würde, dann wäre das schädlich für mich. Giftig ist auch generell das falsche Wort. Das ist kein Gift, sondern ihm fehlen einfach Inhaltsstoffe, die der menschliche Körper braucht. Trotzdem kann man das sehr problemlos trinken. Das waren sie also, die 10 häufigsten Fragen zum Thema Osmoseanlage plus die eine Bonusfrage noch. Ich hoffe, ich konnte dir damit so ein paar Fragen beantworten, die du vielleicht zum Thema Osmose hast. Und würde mich freuen, von dir in den Kommentaren zu hören, wie du das Ganze fandest und ob du vielleicht noch andere Fragen hast, die wir dann gerne in den Kommentaren klären können. Wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.